Deshalb promote ich es ja schon seit 5 Jahren auf diesem Kanal, ne? Und das ist halt wirklich, das kann jeder für sich auch teilweise zu Hause umsetzen, ja? Herzlich willkommen. Dankeschön fürs Einschalten, auch in dieses Video. Ich möchte dir heute 5 Tipps an die Hand geben, die eigentlich fast kostenlos sind und die eventuell deine Gesundheit beeinflussen können. Ich erzähle sie euch, weil ich sie fast täglich tue und sie haben schon einen Teil in meinem Leben und sie haben zu etwas mehr Positivität beigetragen, dass ich mich noch vitaler gefühlt habe. Und die möchte ich mit euch gerne teilen. Und ich denke, der ein oder andere Tipp kann vielleicht für den anderen auch interessant sein, sodass es auch sein Leben bereichern kann, so wie es meins getan hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte nicht per Spende, denn es gibt immer Menschen, denen es geht schlechter als mir. Aber ihr könnt mich sehr gerne auch auf purazell.de unterstützen. Wir haben viele neue Produkte, ganz kurz. Wir haben Bio-Walnüsse in Rohkost, Macadamianüsse, Feigen, Kokoswasserpulver, Grünzeug halt im Pulver, ja, im Chlorophyllkomplex, Alpha-Liponsäure. Wir haben Omega-3, haben wir jetzt aus Algen. Wir haben fürs Darm haben wir verschiedene Darmprobiotika, für die Schilddrüse, Keimmüsli, Mahlzeitenersatzprodukt, Bio-Rohkost, mehr Omega-3 als Omega-6 gekeimt. Allgemein die Lipos halt, der Glutathion, Alpha-Astaxanthin, also viele neue Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch da unterstützen könnt für meine kostenlose Arbeit. Aber jetzt möchte ich starten mit dem Video. Und zwar heute geht das erste Thema, und zwar wechseln wir einmal kurz die Kulisse. Ja, mit Stehtisch stehen wir jetzt im Wald. Es ist wirklich sehr wichtig, Waldspaziergänge zu machen für mich. Warum? Ich habe herausgefunden, dass sekundäre Pflanzenstoffe in meiner langjährigen Recherchearbeit, mittlerweile, mit denen ich schon mit Studien, mit der Biochemie mich befasse, habe ich immer weiter realisiert, dass sekundäre Pflanzenstoffe einen sehr großen Teil für unsere Gesundheit leisten können. Es ist nicht die Stoffe aus dem Primärmetabolismus, den wir brauchen, das heißt Kohlenhydrate, Fette, ja, und Proteine, sondern es sind die Teile aus dem Sekundärmetabolismus, das heißt nicht, was die Pflanze primär für sich braucht. Aber diese sekundären Pflanzenstoffe haben Eigenschaften, indem sie unsere Gene beeinflussen können. Und dass das so gewollt ist, da bin ich mir heute ziemlich sicher, dass das schon immer ein Teil von uns war, dass wir in gewissem Maße immer Pflanzen gegessen haben. Mal mehr, mal weniger. Je nach Periode, ne, wo wir gerade leben. Aber dass diese immer einen Einfluss haben auf unsere Gene, war mir völlig klar. Und zwar, wenn du spazieren gehst, dann passiert Folgendes. Gerade die Nadelbäume. Du wirst einen gewissen Teil der sekundären Pflanzenstoffe einatmen, in diese Pflanzen aussenden. Und warum ist das so? Es ist so, wenn du Wasser bei 20 Grad bei dir in der Wohnung, 25 Grad stehen lässt, dann hast du nach 2 Wochen auch kein Wasser mehr in dem Topf. Es ist aber nicht 100 Grad bei dir in der Wohnung. Trotzdem verdampft das Wasser. Kleine Moleküle werden trotzdem einen höheren Energiebetrag haben. Denn die kinetische Energie in einem System ist niemals konstant, sondern bestimmte Moleküle stoßen sich gegenseitig an und einige werden auf höhere Energieniveaus gehoben. Das passiert auch bei der Flammenfärbung, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Was ich damit sagen möchte, ist, so passiert das eben auch, wenn ihr durch den Wald lauft. Und bestimmte Moleküle verdampfen halt eben. Sie gehen in den gasförmigen Zustand über und diesen atmest du ein. Es ist so quasi, als ob du etwas sekundär Pflanzenstoffreich essen würdest. Nur in geringer Konzentration. Auch an der Nase hast du Grenzoberflächen, wo diese sekundären Pflanzenstoffe in deinen Körper gelangen werden. Dort wird der Körper sie erkennen, erstmal als Antigen. Was wird er machen? Er wird mit den Fresszellen wird sie aufnehmen, wird sie auf der Oberfläche präsentieren und es wird eine Art Kaskade ausgelöst, sodass dein Immunsystem wachgerüttelt wird. Dann realisiert dein Immunsystem, es ist ja aber gar kein Erreger. Und er kann sich auch gar nicht replizieren bei mir im Körper. Deshalb kann er mir auch gar nicht schaden. Aber die Immunantwort ist trotzdem aktiviert worden. Versteht ihr? Das ist der Trick von sekundären Pflanzenstoffen. Das heißt, bestimmte Gene wurden vermehrt abgelesen, um deine Immunantwort zu sensibilisieren, falls tatsächlich ein echter Erreger kommt. Und so sprechen ja viele. Eine gesunde Ernährung stärkt das Immunsystem. Und das ist das Tolle. Gerade Alpha-Terpene. Ja, das sind die, ihr müsst euch das vorstellen. Der größte Wald der Erde. Welcher ist der das? Das ist nicht der Regenwald, nein, es ist der boreale Nadelwald und das von aberhunderte Millionen von Jahren. Und überlegt euch mal, es ist eine komplette Monokultur. Die Bäume sind alle gleich aufgebaut, aus Tracheiden und so weiter. Also es würde jetzt so weit führen, wie die sich noch unterscheiden von den Laubbäumen, kann ich vielleicht auch nochmal ein Video darüber machen. War sehr spannend übrigens im Studium. Aber was ich sagen möchte ist, wenn ein Parasit sich auch darauf spezialisieren würde, Bauern haben heutzutage Probleme mit ihrem Maisfeld, was so groß ist wie nicht mal ein Fußballfeld oder sowas, ja? Da haben die schon Probleme mit Parasiten. Ja, da gibt es aber eine Monokultur, ja, die ist fast so groß wie die halbe Erde. Ja? Bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, der größte Wald der Erde. Und das ist vor Millionen von Jahren, hat sich keiner daran angepasst. Kein Parasit. Jetzt überlegt mal, wie stark die sekundären Pflanzenstoffe sein müssen, damit sie das verhindern können.
Das hat niemals ein Mensch geschafft in der Zeit, wo wir jetzt leben. Und das macht die Natur schon seit Millionen von Jahren. Ihr wisst, die Natur ist wirklich großartig, ja? Damit sekundäre Pflanzenstoffe wirst du aufnehmen. Und zwar diese, die den Wald so stark machen gegen diese Erreger, wenn du spazieren gehst. Und davon solltest du definitiv partizipieren. Gerade wenn Bäume gefällt worden sind, man kann ja etwas positiv sehen oder etwas negativ sehen. Wenn sie gefällt worden sind, dann stell dich neben diese Stämme und atme das ein, denn dann tritt ganz besonders viel Harz aus und sehr viel Terpene. Und diese sind eben das, was sehr stimulierend wird. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die natürlichen Killerzellen, das heißt das Immunsystem, das angeborene Immunsystem, das hat bestimmte Zellen von dir, aktiviert werden dadurch. Das hatte ich damals auch in meinem Video gegen C-Punkt dargestellt, dass wirklich die Waldspaziergänge genau diese Zellen des angeborenen Immunsystems, die erstmal aufmerksam werden, wenn etwas in den Körper kommt, wachgerüttelt werden. Sehr schön. Kommen wir zu Punkt 2. Ja, viele Menschen hinterfragen auch bestimmte Maßnahmen, gerade was so bei uns in der Welt vonstatten geht. Und das tue ich auch. Es gibt bestimmte Städten, die meines Erachtens hätten offen bleiben sollen, zum Beispiel gerade da, wo Menschen nicht massiv in Kontakt kommen und wo es für Menschen positiv Auswirkungen haben könnte auf das Immunsystem. Und das ist zum einen die Sauna. Wenn man nicht gerade diese Wedelung durchführt, ja, ist es eine sehr ungünstige Beschaffenheit eines Viruses bei 100 Grad zu bestehen. Ja. Aber gut, das kann ich leider nicht mitentscheiden. Aber ich möchte sagen, dass Saunagänge für mich einen sehr großen Teil bei mir im Leben ausgemacht haben. Erstens, weil ich mich entspannen kann. Das Handy ist mal aus, man darf sein Handy nicht mitnehmen. Ja, und deshalb Punkt Nummer 1. Aber der zweite Punkt ist das, man muss verstehen, ab einer gewissen Körpertemperatur passieren andere Dinge bei dir im Körper. Und dein Körper macht es selbst bei einem Erreger. Jede Temperatur, Grad Celsius, die sich erhöht, verdoppelst du deine Immunkraft. Und das ist logisch, denn das macht der Körper in einem Kampf gegen ein Virus. Man muss sich das so vorstellen, von 36 auf 39 hast du die achtfache Immunkraft. Und meine Körpertemperatur, wenn ich heiß bade, so substituiere ich momentan meine Sauna, geht über 39, ich habe einen Fieberthermometer gemessen. Und das ist Wahnsinn. Das heißt, man genießt für eine bestimmte Periode eine viel, viel höhere Immunkraft und kann in dieser Periode viel, viel effizienter Erreger beseitigen. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es gibt dazu auch wissenschaftliche Evidenzen. Zum Beispiel bei Athleten kam es zu einer statistischen Signifikanz, wir sehen hier 4,60 zu 5,52 1000 Zellen, das heißt weiße Blutkörperchen, pro Mikroliter. Das heißt, diese haben sich enorm vermehrt bei den Saunagängen. Und man sieht auch hier, darunter sieht man auch, ja, oben haben wir die weißen Blutkörperchen, WBC, und unten haben wir die Lymphozyten. Was sind die Lymphozyten? Ich fand das sehr spannend, die haben sich ebenfalls erhöht, sehen wir hier bei Athleten. Ja, der Stern ist immer eine statistische Signifikanz. Weiße Blutkörperchen, das heißt die Lymphozyten, bestehen aus unter anderem T-Zellen, B-Zellen und natürlichen Killerzellen. So, B-Zellen und T-Zellen gehören zu dem erworbenen Immunsystem und die natürlichen Killerzellen gehören zu dem angeborenen Immunsystem. Das heißt, dieser Effekt, warum ich das sage, durchdringt wirklich verschiedene Phasen des Immunsystems. Das heißt, das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, ja, muss ich hier wirklich sagen. Von daher an dann diese Kälte, wenn man, das mache ich zum Beispiel, ich übergieße mich halt mit sehr kaltem Wasser und mache dann halt noch meine Extremitäten und solche Sachen halt und senke so meine Körpertemperatur wieder. Der Körper erkennt immer nur eine Differenz. Zum Beispiel beim Blutzucker ist es ja auch so, wenn es extrem hoch steigt und dann wieder schnell abfällt, dann merkt er diese Differenz und das ist dann wieder Stress für den Körper. Auch wenn der Blutzucker ja gar nicht so viel höher war als sonst, aber wenn er extrem wieder abfällt, das heißt durch Konsum von absoluten Einfachzucker ohne Kohlenhydrate passiert, ohne Ballaststoffe passiert das sehr, sehr stark, das ist für den Körper dann wieder in gewissem Maße Stress. Und genau das Gleiche passiert dann auch. Man sieht auch in dieser Studie, dass das Cortisol natürlich auch ansteigt, weil es eine Art Stress für den Körper ist. Von daher sollte man das nicht allzu oft machen, denn Cortisol senkt natürlich auch die Immunkraft. Aber das Wichtige ist das, dass es für eine gewisse Zeit den Körper in eine extreme Situation bringt, an die er sich das nächste Mal anpassen möchte. Das passiert ja auch bei einem Muskeltraining. Und genau das sind die Momente, wo ich realisiert habe, da kann mein Körper wachsen und stärker werden als sonst. Und deshalb praktiziere ich das. Ich empfehle jedem, vorsichtig damit zu starten, denn ansonsten kann es Kreislaufprobleme geben. Ja? Nicht bitte so nachmachen, wie ich es jetzt schon mache. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr spannend. Das Gleiche mache ich auch zum Beispiel, wenn ich renne. Ja? Ich renne sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell. Das heißt, ich mache quasi so ein Intervalltraining. Ja? Ich renne wirklich volle Kraft voraus. Ja? Und das ist auch nochmal so, wo der Körper sich extrem anpassen muss. Man hat gezeigt, in diesen Extremen passiert Folgendes,
da passieren genau das die Telomere, das heißt die Enden deiner Erbinformation, so kann man das sagen, verlängert werden. Und da passiert die Langlebigkeit. Da werden die Versuchergebnisse zusammengetragen in diesen Extremsituationen, ja, was auch völlig logisch ist. Der Körper muss sich in dem Maße verjüngen, um an diesen Reiz sich wieder anzupassen. Denn alte Menschen haben es schwieriger, sich an bestimmte Reize anzupassen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ingwer. Ingwer kostet auch so wirklich fast gar nichts. Und Ingwer, ich nehme Bio-Ingwer und ich koche ihn. Morgens trinke ich Wasser, als nutze ich es wirklich als Transportmedium und zwar ohne gar nichts, dass das Wasser freie Hände hat. Ja, ganz wichtig beim Abtransport. Im Laufe des Tages trinke ich aber Tee und abends wieder Wasser. Und Tee nutze ich, ich trinke vor allen Dingen Beifußtee, ja, oder auch Ingwertee, ja, also Schafgarbe, solche so Wildkräutertees wirklich. Oder halt sowas wie starke Tees, sowas wie Ingwertee. Und Ingwertee finde ich eben auch sehr, sehr toll. Warum? Was viele vielleicht nicht wissen. Es wirkt natürlich antibakteriell, antiviral, antifugal, alles schön und gut. Aber es gibt bestimmte Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und zwar hat Ingwer einen Einfluss auf einen bestimmten Transkriptionsfaktor. Nicht gleich abschalten, ist das kein schwieriges Wort. Ich werde es euch erklären. Transkriptionsfaktor ist nichts weiter als das. Es sagt deiner DNA, schneller zu arbeiten oder aufhören zu arbeiten oder langsamer zu arbeiten. Das heißt, die haben Einfluss auf Transkription, Translation. Das heißt, inwieweit Proteine gebildet werden, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Vehemenz oder ob sie jetzt aufhören sollen. Das bedingen Transkriptionsfaktoren. Beispiel, wenn du vor einer gewissen Zeit Klopapier kaufen wolltest, dann gab es wahrscheinlich in den ganzen Klopapierherstellungsfirmen einige Transkriptionsfaktoren, die den Vorgang beschleunigen wollten oder ihn bremsen wollten. Jetzt wieder. Jetzt hat sich ja wieder beruhigt. Versteht ihr? Okay. Soweit so klar. Also FOXP3 ist ein Transkriptionsfaktor, den Ingwer beeinflusst. Und was macht er? Er reguliert die T-regulatorischen Zellen. Ja? T-Reg heißen die auch. Und was machen diese Zellen? Es wurden sehr viele Untersuchungen gemacht zu rheumatischen Patienten. Und es kam heraus, dass rheumatische Patienten vermehrt davon profitierten der Ingwergabe. Das ist keine Kausalität. Ich sage nur, was beobachtet worden ist und was der Zusammenhang sein könnte. Denn die T-regulatorischen Zellen machen Folgendes. Bei einer Autoimmunkrankheit, zum Beispiel bei Rheuma und solche Sachen, wo vermehrt deine eigenen Zellen getötet werden, so kann man es nicht sagen, abgebaut werden wieder, so kann man es auch nicht sagen, recycelt werden durch Apoptose, den programmierten Zelltod, der wird eingeleitet durch sogenannte T-Zellen. So, bei den Todeskussrezeptor nennt man es auch. Und wenn davon sehr viele vorhanden sind, dann ist eben eine Autoimmunkrankheit wahrscheinlicher. So, die T-regulatorischen T-Zellen, die sagen quasi, hey Leute, geht alle nach Hause, die Party ist vorbei. Ja, ihr könnt alle nach Hause gehen, die machen Licht an in der Disco, so morgens um 6 Uhr und sagt, gute Heimfahrt. Ja? Und diese werden eben beeinflusst durch diesen Transkriptionsfaktor, FOXP3, den Ingwer stimuliert und dadurch wird diese Antwort nach unten reguliert und die rheumatischen Patienten haben davon profitiert. Das Schöne ist das, dass Ingwer aber gleichzeitig, trotz dass ihm die Immunantwort, das heißt des erworbenen Immunsystems, in gewissem Maße nach unten reguliert, aber auch gleichzeitig nach oben reguliert, zum Beispiel gibt es sehr viele Studien natürlich auch zu Krebs, die sehr, sehr spannend sind, wo es eben diese Zahl erhöht hat, ja. Und natürlich auch gleichzeitig das Immunsystem runterfährt, aber selbst auch antiviral wirkt, ja. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Lebensmittel und hat auf jeden Fall auch viel Platz bei mir gefunden, ja. Das nächste sind gekeimte Saaten. Wir haben hier zum Beispiel das Keimmüsli oder Mahlzeitenersatzprodukt, hier alles aus gekeimten Saaten. Und warum gekeimte Saaten so günstig sind, du brauchst nichts außer Leitungswasser, das heutzutage fast nichts kostet für uns, denn wir brauchen ja auch nicht viel, um deine Saaten, die du isst, viele Menschen werden wahrscheinlich pflanzlich leben, die hier gerade zuschauen, einweichen. Du tust sie einfach über Nacht einweichen, besser ist noch ein bisschen länger in so ein großes Sieb, die kosten nicht viel, habe ich bei Amazon gekauft, Edelstahl, große Siebe, einfach dort drinne ein bisschen vor sich her feuchten lassen und dann werden diese sprießen. Und das ist sehr günstig. Alles, was du brauchst, ist wahrscheinlich 2 Cent Wasser und etwas mehr Zeit im Voraus. Planung. Nicht, wenn ich will jetzt essen, ich koche mir jetzt was, sondern ich möchte jetzt essen, ich nehme das, was vorher schon 3 Tage gekeimt hat. Dann kannst du es ja auch immer noch kochen, wenn du möchtest. Aber ihr versteht, wenn man das ein bisschen plant, warum sollte man das machen? Orientin, Vitixin sind zum Beispiel, jetzt einfach nur als Beispiel, ihr seht hier eine schöne Tabelle auch, sehen wir, dass sekundäre Pflanzenstoffe machen Folgendes, habe ich ja gerade erklärt. Aber was machen die sekundären Pflanzenstoffe in einer gekeimten Saat?
Sie werden sich fast 400-fach erhöhen. Wir schauen das Ganze mal an hier am letzten Tag. Schaut ihr mal, wie hoch diese Werte sind zum Tag 1. Ist das nicht verblüffend? Das alles nur durch den Keimprozess. Ihr seht, je länger man es keimen lässt, desto mehr hat man davon. Das sind zum Beispiel auch die Stoffe, die man auch in Brennnessel findet, Sekundärpflanzenstoffe. Oder in Mönchspfeffer, was viele als Supplement auch konsumieren. Ja, die kann man sich hier selbst auch züchten in gekeimten Saaten. Ja, deshalb promote ich es ja schon seit 5 Jahren auf diesem Kanal. Ne? Und das ist halt wirklich. Das kann jeder für sich auch teilweise zu Hause umsetzen. Ja? Natürlich muss es nicht immer machen, aber wenn man sowas mal ein, zwei Mal die Woche vielleicht einbindet, was sich nicht viel kostet, nur ein bisschen organisatorisches Talent, dann wirst du davon profitieren. Das Schöne ist, Phytinsäure sinkt, ja? Protein steigt, es wird vorverdaut. Ja? Die Magensäfte werden natürlich auch geschont, weil so viel Enzyme nicht mehr gebraucht werden, zum Beispiel Pankreaselastase und solche Sachen. Ja, wir wissen ja alle, Fett kann nicht aufgenommen werden, das muss gespalten werden, ja. So, und das ist Fettsäuren können aufgebaut werden, das passiert im Keimprozess. Kohlenhydrate müssen gespalten werden, das passiert im Keimprozess. Proteine müssen zu Aminosäuren werden, das passiert im Keimprozess. Und der Proteinanteil steigt sogar noch. Das ist wirklich hervorragend, ja. Also wirklich eigentlich alles, was man möchte. Und das Schöne, der ORAC-Wert, schauen wir einmal hier an, den ORAC-Wert. Das ist die Werte, inwieweit ein Stoff jetzt befähigt ist, Radikale zu puffern. Wenn natürlich der Anteil von sekundären Pflanzenstoffen deutlich steigt, die ja ganz klar Radikale puffern können, dann muss natürlich auch der ORAC-Wert, inwieweit ein Stoff Sauerstoffradikale puffern kann, auch steigen. Und das tut er natürlich auch, sehen wir hier. Ja? Also für mich, meines Erachtens, ein großer Teil meines Lebens, ja, weil es einfach leichter verdaulich ist, auch für mich. Desto mehr leichter es verdaulich ist, desto mehr kann der Körper dir auch zurückgeben. Du weißt, wie der Verdauungsprozess dich auf jeden Fall beeinflusst. Ja? Der Verdauungsprozess hat einen sehr, sehr großen Anteil auf dein Wohlbefinden in dem Moment. Ja? Denn viele Krankheiten passieren ja auch genau meistens nach einer großen Mahlzeit oder nach dem Sport, ist dir das schon mal aufgefallen? Ich mache dazu nochmal ein separates Video, warum das so ist. Das ist sehr, sehr spannend, da gibt es auch Wissenschaft dazu. Kommen wir zum letzten Thema. Knoblauch ebenfalls. Wir sind momentan viel mehr zu Hause als sonst. Viele sind im Homeoffice oder wie auch immer. Jetzt kann man viel mehr Knoblauch essen. Und das ist auch wirklich toll. Zum Beispiel die Cochrane. Ja, das ist so, Cochrane ist so, ja, mit der größte Peer-Review, das heißt Untersuchung von randomisierten Kontrollstudien von ganz vielen Wissenschaftlern, die diese Studien reviewed haben. Und selbst, also die finden, also die kritisieren eigentlich fast alles immer kaputt, aber bei Knoblauch konnten sie es nicht tatsächlich. 63% kamen sie dazu. Verringerung der Anfälligkeit durch Erkältungen. Ja, durch die Gabe von, die waren Knoblauchtabletten wurden hier gegeben, ja. Aber man kann das natürlich auch in gewissem Maße so konsumieren, indem man einfach den Knoblauch beinhaltet Alin, ja. Der wird mit der Alinase zu Allicin, das ist der Hauptwirkstoff. Man muss den Knoblauch pressen, nicht schneiden, pressen, so klein wie möglich und dann liegen lassen, damit das Enzym arbeiten kann. Und dann kann man es schlucken, wirklich. Und das hat natürlich einen sehr, sehr großen Effekt, ja. Und das finde ich sehr, sehr toll, denn Knoblauch hat noch ganz viele andere Effekte. Es gibt sehr viele Studien zum Thema Cholesterin, zum Thema Durchblutung, ja, zum Thema, also allgemeine Blutfettwerte, ja, zu entzündungshemmend, hat auch viel Zink und Kalium und B6 für die Knochen, also wobei man natürlich davon nicht so viel konsumiert, ne, von daher das jetzt als Argument zu nehmen, ist ein bisschen vage, aber beinhaltet auch. Aber ich möchte sagen, Knoblauch ist wirklich so, ja, ein tolles Lebensmittel einfach, ja, weil es wirklich von sich aus antibakteriell, antiviral wirkt, ja, und des Weiteren noch sehr viel sekundäre Pflanzenstoffe enthält, die ja Transkriptionsfaktor wieder bei dir im Körper auslösen, ja, und wirklich halt das Lebensmittel wahrscheinlich ist, also wirklich vollständiges Lebensmittel, unabhängig jetzt von Nahrungsergänzungsmitteln, da haben manche, würde ich mal behaupten, stärkere Wirkung noch, aber alleine auf das Lebensmittel bezogen, finde ich, ist Knoblauch, was diese Sachen von Erkältung angeht, sehen wir auch hier in der Cochrane-Studie, 63% Verringerung, ist es unantastbar, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, weil wirklich diese einen, zwei Knollen am Tag halt schon wirklich viel ausmachen können und wirklich wenig kosten, ja. Ich hoffe, ich konnte dir wieder helfen, ein paar Tipps geben. Wenn dem so ist, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mich unterstützt auf purazell.de für meine Arbeit, denn eben dich hier ein paar kostenlose Infos geben konnte. Dankeschön für deine Unterstützung, wirklich auch in der schweren Zeit momentan. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Sehr gerne abonnieren und liken und auf purazell.de mich gerne unterstützen. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dir wieder was beibringen kann.